Gestank als Waffe im Mittelalter. Geschichtsfenster, die schnelle Quelle. Bei der Belagerung von Neuss 1474 und 1475 haben die Verteidiger der Stadt Unrat und auch Kot genommen, mit heißem Wasser vermengt und das über ihre Angreifer geschüttet. Und in einer Chronik können wir lesen, wie die reagiert haben. Pfui, Nachbarn, hört doch endlich auf, uns mit dem stinkenden Kot zu beschmutzen. Schießt und schlagt und werft mit Steinen, doch lasst den ekelhaften Kot hier draußen. Wegen des großen Gestanks schließt man uns von der Gesellschaft der Herren aus. Schwer verwundet wäre uns angenehmer. Und wenn wir ein Gefecht haben, da sondert sich jeder von uns ab wegen des Gestanks. Unser Waffenkleid und unser Anzug werden uns zur großen Schande mit dem stinkenden, ekelhaften Schied versaut. So riefen die Feinde die ganze Zeit und verlangten energisch mit allem Nachdruck, dass mit solcher Verteidigung Schluss gemacht würde. Die Neusser freuten sich darüber, dass es den Feinden so sehr zusetzte und sie trieben es weiter bis zur Zeit. Aus der Chronik des Christian Wirstrath, Stadtschreiber von Neuss. So viel zu der Idee, die Menschen hätten eh die ganze Zeit im Dreck gelebt und Gestank hätte sie nicht gestört. Spannende Quelle, oder?